Was ihr hier seht, ist ein Gleichgewichtszustand, ein stabiles System. Es sieht so aus, als müssten die Gabeln runterfallen, aber sie tun es nicht. Kann mir jemand sagen, warum? Na kommt. Hat irgendeiner eine Idee? Ich glaube, das ist ein Trick. Schon richtig, aber es ist ein Trick der Natur. Der Witz an der Sache ist, dass das Zentrum der Schwerkraft und der gedachte Mittelpunkt der Masse an diesem Punkt genau ausbalanciert sind. Mann, das ist der Umwerf. Ja, das stimmt, das trifft's ganz genau. Wie heißt du? Darren. Eine Frage, Darren. Spielst du rein zufällig Football? Ja, warum? Lass mich raten. Offensivverteidiger, 1,90, 93 Kilogramm. Nein, 95. Das ist ja fabelhaft. Darren, hilfst du mir bei einer kleinen Demonstration, in der wir zeigen, wie die Physik unser alltägliches Leben beeinflusst? Und ganz besonders deins. Mann, ich brauche keine Physik. Ich bin Sportler. Dann solltest du dich umso mehr damit beschäftigen. Na komm schon, Darren. Nur wir beide an der 5-Yard-Linie. Die klassische Torlinienstellung. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Es gibt kein Morgen. Na komm schon. Für die Schule, Darren. Zeig, was du kannst. Ja. Na los, Mann. Ja. Na schön. Ich spiele mit. Okay. Also dann. Du bist eine recht große Masse. Ich bin eine etwas kleinere Masse, aber dafür habe ich auch einen etwas niedrigeren Schwerpunkt. Und jetzt werden wir dieses Prinzip des Gleichgewichts überprüfen. Da können Sie sich beerdigen lassen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf drei. Der Angriff ist die beste Verteidigung. Alles klar. Eins, zwei, drei und los. Schon gut. Das war gar nicht so komisch. Einige der großartigsten wissenschaftlichen Entdeckungen sind auf ganz genau die gleiche Weise gemacht worden. Zum Beispiel der Hebel. Archimedes hat so ungefähr mal gesagt, gebt mir einen festen Punkt, auf dem ich stehen kann, und ich werde die Erde bewegen. Archimedes, ne? Scheint ein cooler Typ zu sein. Aber für wen spielt er? Ich bin ziemlich sicher, Darren, wenn du dich mit diesem Zeug beschäftigst, wirst du erstaunt sein, wie weit du kommen wirst. Vor und nach der Super Bowl. So, das wär's für heute. Bitte nicht vergessen, morgen treffen wir uns im Wissenschaftlichen.